Ich sage, ist das gut sein? Ich habe mega Bock. Prost. Prost. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch mit dem... Adi, salü. Salü, ja gut. Wir sind richtig in Weihnachtsstimmung, wie man sieht. Wir müssen wirklich gar nicht sehen. Nein. Hinten, also wir haben eine Kerze anzünden, okay? Wir haben eine geile Weihnachtskappe. Und wir machen heute ein Weihnachtsvideo. Und auf seinem Kanal machen wir auch eins. Willst du gerade sagen, was wir mit deinem Kanal machen? Wir haben einen ganzen Mailändli-Teig gemacht, um dann den Mailändli-Teig zu essen. Weil jeder hat das Kind schon mal den Traum gehabt, einfach so, nicht immer nur ein Stück Pizza, sondern einen Teig zum Essen. Dann haben wir es probiert. Und in meinem Video machen wir so ein bisschen ein Weihnachtsbattle. Also ich gegen den Adi Tatoro. Und wir stellen uns verschiedene Challenges. Wie sagt man denn? Verschiedene Aufgaben. Ja, genau. Und ich will gar nicht so viel abreden. Wir fangen an mit dem Video an. Let's go! Wir kommen zu der ersten Challenge. Und Adrian, was ist das für eine Challenge? Wir müssen jetzt Samichlaus zeichnen. Ja. Und der, der schöne Samichlaus zeichnet, hat gewonnen. Aber das Problem ist, wir wissen absolut nicht, wie man einen Samichlaus zeichnet. Und wir haben eine Minute Zeit und ich würde sagen, da ist der Blatt. Thank you. Wir dürfen jetzt nicht fallen lang sitzen. Nein, den will ich nicht abzeichnen. Also, Achtung, fertig, los. Oh nein, ich hab beschissen. Oh mein Gott, ist das okay, das wird absolut hässlich. Das ist mega hässlich. Okay, wirklich fertig. Oh, dude, Mann! Nein, wir sagen, sind wir gleichzeitig. Yeah, eins, zwei, drei. Oha, deine ist aber voll gut. Sag mal. Aber ich habe eine Farbe müssen. Also, ich nehme sie aber. Hast du Farbe drin? Ja. Siehst du jetzt Farbe nicht? Ich schwöre, du siehst keine Farbe. Nein, ich verarsche mich jetzt. Ist jetzt wirklich kein Witz zwischen. Das ist einfach schwarz oder so ein bisschen grau. Also, so ein bisschen nicht schwarz, sondern ein bisschen hell. Ich, was ist das? Rot? Ja. Ist so? Nein, das ist eigentlich nicht egal. Also meine ist schon wirklich hässlich. Oh, das ist jetzt schwierig. Der Körper ist so ein bisschen... Sag mal. Wie ein Pudding. Sonst könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das besser findet. Wir können es mal zeigen. Sehen wir das? Oha. Schreibt es mal in die Kommentare. In die Kommentare. Kommen wir zu der nächsten Challenge und das befindet sich da innen. Und zwar eine Bluse. Genau. Ja, komplett reingeschissen. Nämlich eine... Blockflöte! Hast du mal Blockflöte gespielt? Ich meine, eine daheim gehabt. Ich bin nicht hier im Unterricht gesehen. Ich bin zwei Jahre alt. Bist du gesehen? Ich kann nie Noten lesen und alles. Ich denke, ich habe immer das hier gemacht. Ja, stimmt! Und es geht darum, dass wir, oder wer von uns besser, beim ersten Versuch kann Jingle Bells spielen. Hä, ja, das musst du nicht. Ja, fangst du an. Wo tut man dann den Kleinfinger ran? Oh mein Gott, hä? Hast du alle Löcher zu? Ich weiß ja nicht mal mit welchem Ton. Darf ich probieren mit welchem Ton? Ja, du kannst mich suchen. Oh mein Gott. Ja, das ist es. Das ist es. Also. Weißt du, Papi? Ja. Ja, du kannst es ja. Aber es ist nicht der Hände mal gestummen. Ich habe es so ungefähr gemacht. Was, der tust du? Ja, da. Nein, der tust du da. Aber das musst du auf dem Loch haben. Du musst das Loch treffen. Das kann ich gut. Aber Digga! Alter, die Challenge hat aber sowas von euch gewonnen. Hä? Aber man hat bei beiden herausgefunden, dass es Jingle Bells hat sollte sein. Ja, genau. Wir sind dann grundsätzlich möglich. Beide Scheiße. Wir kommen zu der nächsten und zwar ist das. Wie sagt man diese Challenge? Es geht darum, dass wir. Challenge auf Zimt Challenge. Nein, die heißt den Namen. Cinnamon Challenge. Ah, und zwar, ja, die kennt man sicher, da geht es darum, dass man einen Löffel Zimt ins Mund nimmt und probiert abschlucken. Ohne und Wasser. Der, wo, ohne Wasser. Und der, wo es länger aushaltet. Und es sind schon Leute dabei gestorben. Darum könnte es spannend werden. Das ist guter Zimt. Das ist wirklich guter Zimt, den ich da kenne. Oh, ich liebe Zimt. Wir können es einfach schnupfen. Wenn wir am Ende vom Video vor der Abgrüßung noch ein ganz bisschen Zimt schnupfen. Nein, der Verlierer muss Zimt schnupfen. Oh mein Gott. Okay, wir schauen dann am Schluss, wer insgesamt schlecht war. Okay, Achtung, fertig. Ich muss kauen.
Sag, was machst du? Wow, mich hat's gelobt. Mich kann ein lachen, das ist alles rausgekommen und dann ist mir alles ins Auge hineingespritzt. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Die nächste Challenge ist, dass es darum geht, wer schneller und schöner ein Buch kann einpacken. Okay, machen wir so. Links ist unser Papier, rechts ist unser jo, Buch. Ja, man kann links unser Papier. Genau so! Und rechts unser Buch. Nein, das Buch muss es so sein. Und zwar so. Achtung! Oh, ich bin mega also, ich kann noch verschreien. Sobald du los sagst, fang ich noch verschreien. Wir sind so dumm. Gut. Ich bin nervös, fang an! Ich bin nervös! Ich weiß doch! Achtung! Fertig! Los! Du! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, weh! Okay, okay, okay. Ich hoffe. Ja, ich würde jetzt ein Kleberli drauf machen, gell? Ein Kleberli! Wieso machen wir das? Du musst es ewig auspacken, weißt du? Aber du bist viel besser! Ja, super! Ja, gut, Jackie packst du jetzt etwas Wichtiges. Ach, doch, das ist wichtig. Ja. Hey! Oh! Hast du die eine Seite schon? Hä? Nein. Oh nein, ich bin dumm! Wie du gerade gelacht hast. Fertig! Fertig! Das zählt nicht mehr! Doch! Aber wir sind schöner. Was du laberst. Sag mal, wir sind viel schöner. Doch, du hast noch einen weissen, grusigen Streifen da! Oh Mann! Mann, es ist immer so, wir sind einfach immer beide im Mittelpunkt. Ja, nein, klar. Doch, ich gebe ihn zu dir. Soll ich schauen, was drin ist? Ja, stimmt! Oh mein Gott! Nein, ich möchte mir jetzt einen anderen schenken. Ich muss schauen, schön wie das. Oh mein Gott! Oh, jetzt kann ich endlich von meiner Wunsch lesen. Also, das Buch passt mega zu mir. Aus dem Leben eines Taugenichts. Tja, moin! Mutter Courage und ihre Kinder! Schreib in den Kommentar, wenn du aus dem Leben von einem Taugen nichts glaubst. Ja. Wir sind noch viel. Gut, also tschüss! Wir kommen zur nächsten Challenge und zwar geht es darum, wer am schnellsten drei Weihnachtsgutsis kann essen. Wir haben hier richtige Weihnachtsgutsis. Und man muss dazu sagen, es sind einmal sechs gewesen, dass jeder drei kann essen. Aber die Nati hat sich vor der Aufnahme gedacht, Giga, iss ich einfach mal eins. Ich habe noch nicht gegessen, ich habe Hunger, okay, ich muss meine Energie. Und darum essen wir jetzt einfach zweieinhalb beide. Aber man muss genau in der Hälfte haben, das ist mega unfair. Kann man ein Gutzli, hast du mal ein Gutzli verschnitten? Nein, nur Spaghetti. Ich muss einfach brechen. Ach, ich bin wieder nervös, Digga. Ich schwöre, das Spiel, das macht einem richtig nervös. Hey, so Sachen machen mich richtig nervös. Das kurz entspannen, wir machen kurz. Ja, okay, gut. Boah, ich muss lachen, ich lache nicht essen. Ich kann extrem hoch! Aber ich kann schon nicht, Digga. Fertig! Lach! Oh, oh, oh. Probier das nicht. Was auch? Das ist unser Spiel. Hab ich gerne. Weißt du, was ich meine? Ich hab schon warten wollen. Ich darf mir auch noch. Nein! Und das ist mir! Ah, fertig! Ah! Bist du fertig? Ah! Wir kommen zum letzten. Das ist wirklich. Ah. Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, schon besser. Es geht darum, dass wir 5 Minuten Zeit haben, um ein Sammy-Klaus-Versli selber schreiben. Dichten. Ja, schreiben. Was sagen wir? Und wir haben 5 Minuten Zeit. 5 Zeit. Minuten! Achtung, fertig, los! Es ist du, fertig. Sind wir fertig? Ja. Let's go, Alter! Ching, chang, chang. Ching, chang, chang. Musik zuerst. Ah, ja. Du bist du zuerst, du darfst sagen. Du. Ich. Sammy Klaus, wenn du das schaust, los jetzt gut zu. Sammy Klaus, du litte G, schau mal in die Säckli rein. Grab mir bitte etwas raus, sonst bist du ein fetter Loser. Das ja, und das kann ich dir versprechen, habe ich ihm schön geholfen und gelächelt. Hat Videos immer pünktlich gedroppt und ab und zu ein Girl poppt. Hab Videos geliked, wo man sollte. Hab Videos disliked, wo sind blöd. Dazu gehören die Videos von den Nati Style, die finde ich eben nicht so geil. Drum Sammy Klaus, du litte G, grab jetzt in die Säckli rein. Gib mir Mandarinli, Nüssli und auch ein Schnee, dann tue ich dir auf Insta und YouTube ein Like geben. Oh mein Gott, wie gut! Hä? Oh mein Gott, wie gut!
Oh, ich will es gar nicht vortragen! Also. Sammy Klaus, du nice Mann, darf ich deine Nüsse haben? Ganz gediegen einfach geben, sonst werde ich einfach richtig mad. Wenn ich es jetzt nicht gerade bekomme, bleibe ich halt für immer dumm. Zwar Nüsse, ja, die habe ich, darum gib den Nüsse doch am Adi. Was? Am Adi! Am Adi, aha, okay. Kein Applaus! Ah, drum. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, du hast gewonnen. Ja? Ja. Habe ich jetzt alles gewonnen? Oh, fuck, nein. Und jetzt musst du in diesem Fall Zimt schnupfen. Nein! Nein, ich will nicht Zimt schnupfen! Also, darf ich vorstellen, wir haben einen neuen Gast. Das ist, was bist du? Willst du dir vorstellen? Ich bin der Romeo, hallo. Ja. Du hast eine Kappe an. Das ist mein unbiologischer Bruder. Ich würde sagen, Preis. Preis. Gott, das. Oh! Ah, schön. Hä? Ich spüre nichts. Hä? Ich spüre schon mega. Hä? Das ist schon mega gut gegangen. So, das war es mit dem Video. Ich habe es mega nice gefunden. Ja. Alles gut? Ja. Ah ja, schreibt in den Kommentaren, welche Zeichnung das ihr schöner findet. Gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal. Abonnieren. Was muss man machen? Glocken aktivieren! Ja! Und natürlich eine schöne Weihnachtszeit mit eurer Familie. Ein schöner erster Advent. Oh, ein schöner erster Advent. Ich hoffe, alle eure Kerzen anzündet. Genau. Schaut eben am 7. Video vorbei und bis zum nächsten Sonntag. Ey Digga, der Sammy Klaus-Spruch, Mann. Das war noch lustig.